Da sind noch welche. Da hinten, da sind sie. Jetzt brauche ich mal was mit Reichweite. Was nehmen wir denn? Wir nehmen jetzt mal ein paar andere Waffen noch zwischendurch. Chinesisches Offizierschwert, das hat schön Reichweite. Genau, das nehmen wir jetzt. Nein. Ich würde ja fast sagen, wir benutzen doch mal das Lasergewehr. Das sieht doch auch mal ganz schick aus. Und dann können wir noch mal uns noch ein bisschen was einwerfen hier, würde ich fast sagen. Wo ist der? Da ist er. Raider? Können wir mal aufhören, hier so rumzuhampeln? Das geht ja gar nicht hier. Ach, du schießt mit Raketen? Warte, mein Freundchen. Also, mein Bester, das kann ich auch, ne? Also, ne? Im nächsten Leben werde ich Raketenwerfer. So. Ja komm, schalte da nicht hin und her, sondern, ne? Das Raketenwerfer-Duell. Jetzt läuft, jetzt live auf CNN. Wo ist überhaupt hier ein Raketenwerfer her? Ja, sag doch mal, wo du bist. Da ist er. Harre, harre. Harre der Dinge, die da kommen. Gib doch mal den Raketenwerfer her und den Kram und den Kram und das. Und das war's dann erstmal. Dann können wir nämlich unseren Raketenwerfer jetzt gleich mal etwas repairen. Umso besser stehen wir da. Und sowieso nicht mal allzu viele Raketen. Ach, der muss den gehabt haben. Aha! Deswegen hat er die Sau so ein Ding. So, nun sind wir aber wieder auf dem Weg zur Sendestation. Vielleicht sehen wir ja noch so einen Hubschrauber hier, wie der abhaut. Dann kann ich da mal eine Rakete hinterherjagen. Das wäre ja auch mal was Nettes. So, hier sind wir in der Sendestation. Sendeturm KB5. Hier ist aber kein Aas. No one here. Doch. Da sind sie. So. Was können wir denn jetzt hier noch anvisieren? Den können wir höchstens anvisieren. Können wir das mal machen? Zack! Ja, das haben wir noch mal gut hingekriegt, würde ich fast sagen. Jetzt muss ich nur noch mal mit dem Lasergewehr, würde ich jetzt ganz... Oder mit dem Plasmagewehr, das geht natürlich auch. Zack! Und dann haben wir ihn erlegt. Oh, da hinten kommt... Da kommt man raus. Zack! Hüpfen wir hier mal ein bisschen runter. Hier rein? Abflusskammer. Wo geht's denn dahin? Da würde ich jetzt doch mal ganz gerne reinsehen. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Schließen Tür. Das hört sich hier schon wieder so verdammt nach Robotern an. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, ne? So, was haben wir jetzt hier? Mentats, die nehmen wir auch mit. Wofür auch immer dieser Raum mal gedacht war, ich habe keine Ahnung. Also, ne? Und überhaupt. Oh, aufbereitetes Wasser, sehr schön. Und Redway. Und eine Matratze. Und eine Motorradhandbremse, die wir nicht brauchen. Leute, ich brauche einen Laubbläser. Gebt mir doch einen Pfeile. Vorkriegsbuch, sehr schön. Elektrischer Leiter ist mir jetzt gerade egal. Blechdosen können wir noch einpacken. Oh, hier sind Stimmies. Stimmies haben wir auch. Und dich erlöse ich erstmal von deinem Schicksal hier. Zack, ja genau, mach mal für den Rest der Ewigkeit jetzt einen Kopfstand. Amateurfunkbox aktivieren. Tum, da fliegt der Alkohol. Was haben wir hier so Schickes? Altmetall und Wunderkleber. Egal, nehmen wir mit. Dann kommen wir auch erstmal wieder hinaus.
wusste doch, dass die in diese Richtung geflogen sind hier. Mal in Sicherheit begeben. Wo ist er denn? Da ist er. Der muss doch zu erledigen gehen. Schleichen wir uns mal etwas weiter. Huch, da geht's runter. Ne, da will ich jetzt nicht lang. Hier will ich gerne hoch. Und dann mal von hier oben runter linsen. Da ist er. Du zielst in die falsche Richtung und das ist jetzt dein Ende. Da will ich auch nicht runterfallen. So, den haben wir. Geht das immer noch nicht weiter. Todeskrallengebiet. Ja, das dachte ich mir fast, dass das hier das Todeskrallengebiet ist, weil hier auch schon eine rumrannte. Aber momentan ist es das Enklavengebiet und eigentlich auch schon nicht mehr. Momentan ist es eher mein Gebiet, verdammt. Aua. Was ist denn hier los gewesen? Ach, den... Ach, ha, sieh mal einer an. Hochleistungsofen, noch einer. Plasmapistole, Stimpaks, Energiezelle. Und dann können wir den Hochleistungsofen noch etwas weiter reparieren. Das ist ja schon fast feierlich, was ich hier mache. Bin immer noch überladen. Wie kommt's? 272. Plasmagewehr, Plasmapistole, die können wir auch noch mal reparieren. Hier mit ihr hier. Und dann haben wir jetzt auch wieder etwas mehr Platz im... wo geht's denn hier hin? Das sieht aber nicht gut aus. Ist das hier das Todeskrallenlager? Ich will hier weg. Hilfe! Ich will hier ganz schnell weg. Dann müssen wir gleich den Raketenwerfer zücken. Ich muss erstmal gucken, dass ich mir hier wieder... Das ist ja alles in Ordnung. Warum bin ich so langsam? Egal. Hier ist mal auch mal einer lang geschleift worden. Lang geschliffen. Machen die hier überhaupt? Ist das normal, dass die hier überall so einen Mist in die Gegend stellen? Tut das Not? Hast du irgendwas für uns, was wir... Na, Mikrofusionszellen, die nehmen wir gerne. Ich würde ja fast schon wieder ganz gerne mal die... die fette andere nehmen hier. Oh, Plasmagewehr, das können wir reparieren. Das ist schick, das gefällt mir. So, dann haben wir das. Haben die hier irgendwas drin? Nee, da ist auch nichts drin. Ist hier irgendwas? Das Ding scheint nicht aufzugehen. Was haben die mit der Todeskralle gemacht? Hat der ein Implantat oder sieht das nur so aus? Die haben doch irgendwas mit der Todeskralle gemacht hier. Wollen die fernsteuern? Das sieht ja bald so aus. Hier, Schweine! So. Hast du verdient, hast du das. Und hier sind erste Hilfekästen. Von der Enklave. Wir sind wieder mal überladen, wer hätte es geahnt? Enklavenkiste mit Mikrofusionszellen. Wir sind überladen. Wir müssen etwas Müll loswerden. Powerhelm die Enklave. Das können wir auch alles loswerden. Das ist mir gerade egal. Ich habe immer noch keinen Laubbläser. Oder oh, ist eine Kirche. Das heißt, da sind vielleicht Häuser. Und das heißt, dass da vielleicht mal einer Laub zusammenpusten hätte müssen. Und das heißt auch, dass hier ein Abgrund ist. Ja. Also werden wir uns mal hier runter hangeln. Ein bisschen mehr rutschen als alles andere. Zack, zack, zack. Genau. Und dann sind wir auch unten. Mensch, ich kann hier reden ohne Punkt und Komma. Das. Oh.
Der ging daneben. Nee, ne? Uah. Wieso? Warum? Weshalb? Was habe ich dir getan? Außer deinen ganzen Kumpels vorhin alle und letztens umgenietet und so weiter. Ich brauche jetzt was mit Wumms. Ich brauche was mit... Das hat mir jetzt zu viel Wumms. Der ist nett. Komm her, du Mistvieh. Ja. Muss ich doch den mit Wumms nehmen. Stirb, du Sau. Flammiter Skorpion hier. Eieieiei. Oha. Der brennt. Man reiche mir doch mal etwas mit. Der ist gut hier. Weiß es er oder ich? Ha! Wieder mal ich! Zum Glück sind wir nicht absolut übermütig und größenwahnsinnig und legen uns mit irgendwelchen Viechern an, die wir im Normalfall keine Chance hätten. Sehr schön. Zum Glück sind wir alles bewanderte Leute, die immer auf Sicherheit spielen und überhaupt nicht mal denken, wir versuchen jetzt mal irgendwelche Waffen, die gegen diese Mistviecher gar nicht gut sind, da mal irgendwas umzunieten und mal zu probieren, ob sie uns dann nicht schon vorher erledigen. Zum Glück sind wir alle so vernünftig und bringen auch keine andere Sachen in Brand hier und laufen nicht nachts über den Friedhof und was bist du denn schon wieder? Geh weg! Kommst du denn her? Noch einer? Jetzt geht's aber! Ich muss mal eben ein paar Stimpacks einwerfen. Zum Glück haben wir noch ein paar. Noch mehr Gegner oder hilft er uns jetzt gerade? War ja fast klar. Wenn es kommt, dann immer ganz dicke. So, und wo ist dieser andere Penner hin jetzt? Komm, trau dich. Du bist doch bestimmt hier im Haus. Da bist du. Wo denn? Ja, das frage ich mich auch gerade. Hallo? Wo sind sie? Da oben! Was bist du denn für einer? Was ist ein Gammler? Oasis-Druide, Kampfrüstung, Oasis, Reservistengewehr. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Was zum Geier ist ein Reservistengewehr? Haben wir das schon mal in der Hand gehabt? Ich glaube nämlich nicht.